Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Yamaha-Kopfhörer. Und um genau zu sein, die, hoppala, in der Beschreibung steht es ja, Yamaha HPM-MT8 sind das. Ich glaube, die MT5 hatte ich schon mal. Das sind jetzt die MT8. Bevor wir zum Eigentlichen kommen, und zwar die Kopfhörer an sich, halt erstmal das Kleinzeug, was mit bei ist. Gucken wir uns mal an. Oh Gott. Ich krieg das Klebeband erb. Jetzt. So. Aufreißen geht. Da haben wir dann hier so eine Tüte. Oh. Nicht Stoff, also bei den MT5 waren es Stoff. Waren die MT5 die Karte? Ich glaube, MT5 war Stoff. Das, ist das Leder oder das Kunstleder, oder? Kunstleder. Aus Kunstleder ein Beutel mit dem Yamaha-Logo. Und dann halt hier oben zum Festziehen. Aber man merkt schon, dass die MT8 halt eine Preisklasse höher sind als die MT5, weil, wie gesagt, bei MT5 hatten wir einen Stoffbeutel. Hier haben wir einen Kunstlederbeutel mit bei, in schwarz. Den lege ich mal wieder zurück. Oder, dass er nicht kaputt geht, mache ich mal lieber wieder in die Tüte. Weil den Beutel braucht man ja nicht so oft. Wenn man ins Krankenhaus muss oder zu Freunden, dann kann man dann halt die Kopfhörer da drin machen. Und wir haben zweimal Kabel mit bei, die ich jetzt hier auch mal aufmachen werde. Wir packen erstmal beide aus, dann kann ich euch beide besser zeigen. Und dann kommen wir zum Eigentlichen, und zwar die Kopfhörer. So, dann haben wir einmal hier einen kurzen, der hier so, wartet mal, der hier so eingedreht ist. Also wie so eine alte Telefonschnur. Kennt du kaum noch jeder so alte Telefone. Damals hatten die Telefone noch Kabel. Und dann konnte man das so ziehen. Da war das nicht einfach so Telefon aus der Tasche nehmen. Nein, die waren so richtig an der Wand noch montiert. Kennt kaum noch einer, aber das war mal so üblich, dass die an der Wand festgeschraubt waren. Oder dass man so kleine Dinger auf dem Tisch hatte, so, also so in der Größe. Und dann hatten die halt so ein... Mit Wählscheibe. Mit Wählscheibe, und dann hatten die halt auch so ein Kabel. Und nicht so Funk wie jetzt. Wenn jetzt die Basisstation auf dem Tisch steht, hat man ja trotzdem immer noch kabellos. Das war damals nicht so. Und das ist halt dann so lang. Das sind doppelt. Und da haben wir dann hier noch den Adapter drauf. Der ist, also, den können wir dann hier festschrauben. Das ist ein, ich würde sagen, ein 2,5 mm Klinke Stereo. Also Stereo sehe ich, weil, seht ihr, weil der zwei schwarze Ringe hat. Wenn er drei hätte, wäre es mit Mikrofon. Wenn er einen hätte, wäre es Mono. Zwei Stereo. Und der kommt dann, denke ich mal, in den Kopfhörer. Und hier haben wir dann einen goldenen, auch alle vergoldet, auch Stereo. 3,5 mm Klinke. Und da können wir durch diese Gewinde, was drauf ist, praktisch den Adapter für große Anlagen. Wartet, ich krieg's jetzt gerade nicht fest. Ich hab. So, jetzt. Können wir das dann festschrauben, um mit an größere Anlagen rinzustöpseln und die Kopfhörer nutzen zu können. Das ist halt, wenn man direkt davor sitzt, hat man hier einen schönen, dass man halt auch ein bisschen noch ein paar Meter rausholen kann oder ein paar Zentimeter, und dass es nicht so alles auf dem Boden liegt, finde ich sehr gut. Wenn es natürlich weiter weg ist oder man sich den Kabel hinterm PC-Tisch verlegt oder irgendwo dergleichen, dann haben wir hier noch ein, ich habe gedacht, das ist wirklich verarsche, 3 Meter Kabel, aber nein, es ist, mein Tisch ist 80 cm. Ich nehme jetzt mal von Kante zu Kante. So, einmal 80, zweite Mal 80, so, und dann fast nochmal 80 dazu. Ja? Also der ist wirklich extrem lang. Also ich mache den mal so, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. So. Also da ist wirklich für jeden was geboten. Ich brauche diesen langen jetzt ehrlich gesagt nicht so. Gerade. Moment. Weil ich habe jetzt ja mein Logitech
Soundsystem oben am PC, da habe ich so ein Stellsystem, wo ich dann so oben direkt stellen kann. Und da kann ich den Kopfhörer reinmachen. Hat aber den Nachteil, wenn ich Kopfhörer reinmache, sind die immer ganz, ganz leise. Ich muss da dann immer volle Pulle aufdrehen. Oder fast volle Pulle. Und wenn ich dann vergesse, dass ich Kopfhörer drin habe und wunder, warum jetzt nicht laut. Ach, Kopfhörer ist drin und ziehe den Kopfhörer einfach raus. Ja, dann platzen einem im ersten Augenblick die Ohren. So, ich mache den mal jetzt wieder zusammen, weil den zum Testen brauche ich den langen dann auch nicht. Ich werde den kurzen nämlich dann nehmen. Aber ich finde es schön, dass da an alle gedacht ist. Weil nicht bei jedem steht der PC in der Nähe vom Monitor. Manche haben da halt einen weiten Weg oder hängt an einem anderen Soundgerät dran. Und da ist es dann halt gut, dass man dann sowas hat. So, ich denke mal, die Anleitung können wir uns sparen, wa? Das ist ein Kopfhörer. So, dann machen wir mal hier die Folie ab. Hier. So. Oh, die haben schon ein bisschen mehr Gewicht als die MT5. Von der Verarbeitung sehen die natürlich auch wieder erstklassig aus. Vom Stylischen natürlich wird natürlich nochmal eine Schippe oben drauf gepackt zu den MT5. Wir haben das Yamaha-Logo hier komplett in Silber. Dann steht hier auch MPH-MT8 drauf. Unten drunter haben wir rechts. Hier auch. Und da steht links. In der Innenseite auch links und rechts. Ich zeige euch das jetzt mal. Also hier haben wir dann schön das Yamaha-Logo in Metall. Hier steht dann halt, so seht ihr das vielleicht besser. Da. HP. Also ja, HPH-MT. Hab mich gerade gewundert, HPH MT8 R für rechts. Hier haben wir dann Metall. Auch in der Innenseite steht da rechts. Ich hoffe, da kann man so ein bisschen sehen. Sind nicht zu fest, nicht zu locker. Wir können sie halt hier unten auch dann minimal nach links und rechts drehen, um ein bisschen was auszugleichen. Auch hier Metall. Sieht man das mit den Einkerbungen und so? Dass das Metall ist. Hinten haben wir dann noch mal ein bisschen Plaste dran. Also die Führungsschiene hier hinten. Hier auch gepolstert. Nicht zu dick gepolstert, aber schön gepolstert. Hier oben haben wir dann noch mal Yamaha mit dem Yamaha-Logo drauf. Hier haben wir dann praktisch den 2,5 mm Klinke. Der kommt dann da rein. Moment. So, das war die Post. Die hat die Android-Box für meine Frau gebracht. So, und hier, ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Hier haben wir so Einkerbung drin. Seht ihr das? Auf der anderen Seite auch. Die stecken wir einfach hier rein. So, und jetzt hat es. Ich zeige es nochmal. Wenn es hier nicht ringeht, einfach langsam drehen, so bis er da dann auf die richtige Höhe hat und da dann einfach einmal so ein Stück rumdrehen und dann ist es wirklich fest. Ich werde auch den Adapter mal abmachen, den brauche ich dann auch nicht wirklich. Ich habe nichts, wo der reinpasst. Jetzt können wir alles wieder hier schön in den Karton packen. Wir mal so mal aufsetzen, die Kopfhörer. Rechts, links. Die sitzen sehr gut auf den Ohren. Drücken nicht. Meine Ohren sind auch genau drin. Ich brauche da keine Angst haben mit den Ohrringen. Also sag mal was. Und ich höre meine Frau. Also sie sind jetzt nicht so dicht, dass ich auch noch nebenbei was höre. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich am PC sitze und die dann aufhabe, dass ich dann Frauchen auch noch höre, wenn man sowas sagt, hier hol mal das oder mach mal jenes oder keine Ahnung. Oder du bist zu laut. Was dir öfters vorkommt,
Finde ich sehr gut. Also von der Verarbeitung her muss ich echt sagen, sehen die richtig hammergeil aus. Ich werde die euch nochmal so zeigen. Also wir fangen hier einfach mal auf der Seite an mit dem Metall. Wenn man hier rüber fasst, merkt man das auch. Auch hier. So. Dann geht es hier hoch. Wir können den hier verstellen. Ja, auch hier geht es natürlich dann rein. Kann man die dann so machen. So, dann gehen die Eimer hier rum. Ab hier fängt dann die Kunstlederpolsterung an. Hier haben wir dann nochmal das Yamaha-Logo. Habe ich euch ja schon gezeigt. Da geht es dann rum. So. Und wie gesagt, wir können es hier auch minimal drehen, also hier unten seht ihr das, um Unebenheiten auszugleichen. So, dann haben wir dann praktisch verstellen. Und hier können wir ja auch dann noch, seht ihr das? Ja. Kann man ja auch dann noch was machen. So. Dann würde ich sagen, dann wartet für das Hardware-Video. Wir haben uns die Hardware angeguckt. Im nächsten Video werde ich die dann mal benutzen. Das muss ich aber erst noch machen, weil ich bin immer noch dabei, die DT240 von Beyerdynamics zu testen. Die habe ich jetzt die ganze Zeit im Dauereinsatz am PC. Die will ich die Woche noch benutzen, dass ich das Hardware-Check-Video machen kann mit dem Gewinnspiel. Und dann kommen dann nächste Woche kommen die dann dran. Dann werde ich die dann die nächste Zeit benutzen. Und dann dauert dann auch wieder eine Weile, bis ich den Hardware-Check machen kann, um mehr da sa sagen zu können. Aber ja, das kommt auf jeden Fall. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wäre ab, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Links zu den Yamaha-Kopfhörern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin dann jetzt mal weg. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video mache. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.